Guten Tag, heute mal kein Stillleben, sondern eine kleine Testkarte. Ich habe euch hier mal was aufgebaut, eine Linie mit drei Bahnhöfen. Sagen wir mal so, wir starten ja die zweite Hälfte der WWW und was kam in der ersten Hälfte am besten an? Die Autotransportwagen wahrscheinlich. Genau, und deswegen haben wir hier nochmal eine Palette von neuen Autotransportwagen für euch. Die hat auch wieder Jay gebaut, wie immer. Und diesmal sind es die geschlossenen Autotransportwagen, wie ihr schon erahnen könnt hier auf dem Bild. Wir stellen uns gleich mal hier eine Stelle, wo der Zug auch besser sichtbar ist. Und dann gucken wir uns die mal an. Weil ich kann euch schon mal sagen, es sind wieder knappe 600 Meter Zug, wenn man alle Wagen zusammenhängt. Und es ist eigentlich nochmal alles dabei, was ihr bisher vielleicht noch vermisst habt. Und da kommen die Schiebewandwagen von Opel zum Beispiel, GM. Dann haben wir hier VW und Audi gleich, da kommen sie. In Alt, in Neu. Dann haben wir hier noch irgendwas, sieht auch nach VW aus, oder? Ich kann es gerade nicht entziffern. Touareg sagt mir nichts, DB Schenker, ARS Altmann, Car Rail Logistik mit bunten Dächern. Ja. Und da kommen noch mehr gedeckte Schenkerwagen. Also ihr seht schon, es gibt wieder jede Menge davon. Hier kommen nochmal Audi und VW-Wagen. Und dann sind wir die 600 Meter durch. Und wenn wir uns den Zug angucken, ihr seht, was wir transportieren können. Also Maschinen, Kunststoff, Werkzeuge und Güter. Also Waren. Und ja, ich denke mal, damit sind wir jetzt mit den Autotransportwagen auf jeden Fall erstmal auf der sicheren Seite, bis mal wieder neue kommen, vielleicht irgendwann. Ihr dürft wieder mehr transportieren an Gütern. Vielleicht müssen wir doch mal irgendwann den Autofabrik-Mod fertig machen bei so viel Autotransportwagen. Mal schauen, was das nächste Jahr bringt, wie viel Zeit ist, worauf wir Lust haben und so weiter. Für heute gibt es die auf jeden Fall zum Download. Gestern hatte ich ja vergessen, die Datei hochzuladen, heute hoffentlich nicht. Und ja, dann schauen wir mal am 14. Dann haben wir noch 10 Tage bis Weihnachten und ja, mal gucken, ob wir uns noch steigern können, ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis morgen.